So, dann schauen wir doch mal, ob wir heute so ein bisschen rauskommen aus den Schulden. Wie gesagt, eigentlich müsste ich den Kassierer rausschmeißen. Aber eigentlich könnte ich mir auch so langsam eine neue Kasse holen, ne? Dass er da so ein bisschen mithelfen, damit das ein bisschen zügiger geht. Was kostet die denn aktuell? Wo habe ich sie denn hier? Markt, Möbel. Kasse. Gespiegelt, das wäre die auf der linken Seite, ne? Das wäre die dann hier. Der ist aber aktuell noch nicht ganz technisch machbar. Ich überlege gerade, stellen wir den. Ich die andere ja hier direkt nebenstellen. Könnten wir die so hinstellen? Pass auf. Da relativ nah an die Wand gehen. Weil das auch doof ist. Lassen den da stehen. Die andere Kasse stelle ich dann hier hin. Hier. Machen wir sie dann andersrum. Da haben wir nämlich beide Kassen drin. 500. Ja, gut, da brauche ich noch ein bisschen. Obwohl, solange es jetzt noch geht mit einer Kasse, würde ich es jetzt auch noch mit einer Kasse machen. Wir holen auf jeden Fall nochmal zwei Regale. Würde ich auf jeden Fall holen. Dass wir auch wirklich die komplette Ware schon stapeln können, weil da müssten wir dann auch schon bei Zeiten, dass wir es das einmal ausbauen nochmal. So, Apfelsaft. Aufgefüllt. Milch. Ist soweit voll. Mal den Platz hier. Mal eben hier umräumen. Darauf, du darüber. Na. Und du da drauf, dass wir hier einmal wieder Platz haben. Und die Regale dann da in die Ecke stellen können. Stimmt, die Mod, die wollte ich mir auch noch runtergeladen haben, dass man das wirklich haargenau anpassen kann. So. Aber noch geht's ja so. Also wir haben ja schon alle Regale reinbekommen. Was so Maximum ist. Und wenn man so ein bisschen Fingergefühl hat dabei, geht das ja eigentlich auch. So, die stelle ich jetzt einfach mal da drunter. Und dann füllen wir heute nochmal auf. Aber ich würde sagen, vielleicht gehen wir doch erstmal so raus Richtung Schulden, dass wir die Schulden wegkriegen. Oder neue Lizenz. 550 für die Lizenz plus Regale hatten wir gesagt, ne? Ja, lass mich mal schauen. Was brauchen wir denn dafür? Verwaltung. Also, das wäre Kuchen. Kuchen, das ist schon mal alles Regal. Ich würde sagen, zwei Regale. Joghurt nicht. Warte mal, Joghurt ist nicht Regal. 2, 4, 5. Das würde genau passen, wenn ich ein Regal kaufen würde. Und Joghurt könnte ich aufteilen auf zwei. Das würde ganz gut laufen. Dann würde ich ein Regal holen. Das sind 500, glaube ich, ne? 550 plus. Das Regal, wo habe ich es? Lager, genau, Lager müssten wir halt auch mit der Zeit weiter ausbauen. Das Regal ist jetzt wo? Da, 52. Wenn wir so bei 800 bestellen, sind wir so circa bei 1000. Aber ich muss doch eine zweite Kasse holen. Die stehen da schon relativ lange. Wenn ich eine zweite Kasse habe, kriege ich auch mehr Kunden. Okay, wir müssen eine zweite Kasse bestellen erstmal. Geht da nicht anders. Gespiegelt würde ich jetzt nicht nehmen. Ich will die normalen Kassenschalter. Gespiegelt nehmen wir einmal raus. Wir nehmen den normalen. Solange er jetzt hinterherkommt mit dem Auffüllen, sollte das funktionieren. Dann würde ich die Kasse einfach hier nebenstellen. Und mich mit einer Kasse stellen, damit wir hier ein bisschen unterstützen können. Juga, die ist frei hier. Du kannst ruhig zu mir stellen. Ja, Upgrade. Also ausbauen müssten wir natürlich auch so langsam, ne? Also das Regal würde ich noch reinkriegen. Ich glaube, das machen wir auch so. Wir holen auf jeden Fall noch eine Lizenz. Die kriegen wir hin. Vom Platz her. Lager haben wir jetzt soweit ausgebaut, dass wir den zweiten Auffüller einstellen können. Das müsste passen eigentlich. Das sollte gehen. 33 Dollar, bitteschön. Den Rest müssen wir nochmal gucken. Vor allem, weil wir die nächsten Angebote machen, ne? Da müssen wir auch mal einen Blick reinschmeißen. Habe ich denn schon meine Sachen heute bezahlt? Nee. Verwaltung, Rechnung. Da muss ich natürlich auch dran denken, dass ich die ganzen Rechnungen alle zahle. So, 95. Bitteschön. Ich glaube, wir würden jetzt erstmal, lass uns erstmal die gucken, dass wir die den Kredit und sowas erstmal komplett wegkriegen. Aber ich denke, wenn wir jetzt zwei Kassen haben, obwohl mit einer neuen Lizenz kriegen wir halt wieder neue Leute rein, ne? Und ich brauche eigentlich nur ein Regal und die Lizenz.
Mehr ist das im Endeffekt aktuell nicht. Deswegen müsste ich gucken, sobald ich das Budget habe, würde ich dann das Regal schon mal holen. Dass wir noch die Lizenz brauchen, weil das Regal könnten wir da hinstellen. Das müsste eigentlich passen von der Größe her. Muss nur gucken, dass wir genug Ware haben. Dass ich eben hier zwischendurch mal unter die Arme greife. Ja, ich bin gleich bei dir, keine Sorge. Wo habe ich die Milch denn hingepackt? Okay, ich muss von der anderen Milch, muss ich noch welche bestellen, sehe ich gerade. Habe ich nämlich gar nichts mehr. Warte, Produkte. Habe ich nämlich gar nichts auf Lager aktuell. Da habe ich auch zu wenig. Auch zu wenig. Zu wenig. Da habe ich gar nichts mehr. Bin ich schon bei 600. Warum bin ich bei 600? Okay, Salz machen wir mal ein. Quatsch, machen wir mal komplett raus. So, jetzt habe ich noch 4 Dollar übrig. Und wie sie sich alle denn jetzt zu mir hinstellen, ne? Wäre schon besser, wenn sie halt zu dem anderen gehen würden. Solange hier voll ist. So, 38, 40. Was natürlich auch cool wäre, wenn natürlich die Leute dann direkt hingehen würden und das von der Straße wegholen würden. So. Kann ich das nämlich mal mit dir zack, 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 zack. So, weil sonst wird es gemeckert, dass die Ware nicht da ist. Obwohl er auch vielleicht gut dabei eigentlich gerade, ne? So, 45, 58, 85. So, nächste. Gegen 9 kommen die meisten wieder rein, ne? So kurz vor Ladenschluss kommen die meisten Kunden nochmal dazu und wollen noch was kaufen. Guck mal, wie schnell das gerade hier weggeht hier. Zack, bumm. 24, 40, zack. Aber wir haben noch genug Ware da, sehe ich gerade. Es ist noch alles so gut wie voll. Und ich könnte mal Musik anmachen. So. Gut, die kommt nicht zu uns. Das ist nicht schlimm. Dann, wenn die gleich fertig ist, können wir dann gleich direkt den Tag beenden. Ich habe da noch Ware stehen, sehe ich gerade. Und wir haben 49 Kunden gehabt. Nicht schlecht. So, 500 haben wir jetzt aktuell. Ich werde mal eben hier mit auffüllen. Also bald die, Hab ich denn jetzt die Milch hingepackt? Ach, das Regal ist schon voll. Sobald die ganzen Auffüller da sind, brauchen wir uns da eh nicht mehr drum kümmern. Weil dann machen die das ja im Endeffekt. Achso, das ist auch noch Milch. Oh, guck mal. Wie geil ist das denn? Und direkt erstmal aufgefüllt hier. Sehr schön. Gut. Habe ich hier noch Milch drin? Ja, das ist schon voll, das Produkt. Okay.
Mehl machen wir mal eben voll. Schon soweit voll, alles klar. Hab ich denn hier irgendwo noch Mehl stehen? Warte. Kann ich da eigentlich den kann ich wegnehmen. Haben wir das durcheinander geworfen mit dem Öl und sowas? Nein, hat er nicht. Okay. Orangensaft. Auch schon soweit voll. Okay. Achso, der Karton ist auch leer. Alles klar, dann kann der auch direkt weg. So, Apfelsaft. Noch was drin. Auch soweit voll, alles klar. Dann stelle ich den darüber. Wasser habe ich jetzt hier noch? Aber da ist anscheinend nichts mehr drin. Okay, habe ich schon rübergepackt, alles klar. Dann ist das auch weg. Stelle ich den Rest mal eben nach. So, was fehlt uns denn jetzt aktuell noch? Tee fehlt. Will ich einen von holen. Da reicht auch, wenn wir ein Regal machen. Davon will ich vier nehmen. Aber die Eier sind so teuer, ne? Das ist immer halt die Sache. Die Sachen sind so teuer einfach. Machen wir daraus zwei. Sind wir schon bei 400 mit bestellen? 461 sind wir schon drüber. Da sind wir schon drüber. Jetzt habe ich noch $33 übrig. Der Wahnsinn. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen. Ah, ich habe mir Milch gekauft, ne? Wollte ich doch gar nicht. Jetzt gehe ich auch Schluck auf. Ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Sekunde. Der ist voll. Dann passen wir gleich einmal die Preise an. Also ich mache das jetzt mal eben. Dann kann derzeit der Kollege hier alles auffüllen. So, Rechnung. Kann ich ihm was bezahlen? Nein. Möbelprodukte, Verwaltung, Rechnung. Die können wir uns dann gar nicht zahlen. Doch hier, die Rechnung kann ich zahlen. Das war es aber auch. So, Markt. Wir gehen mal in die Statistik. Da hat sich momentan nicht viel geändert. Doch, das hat sich geändert. Machen wir mal 6,60. Stimmt, habe ich Müsli überhaupt noch? Ich habe gar kein Müsli mehr. Das ist schlecht. Ich habe gar kein Müsli mehr. Wir müssen doch mal wieder ein Angebot machen, ein paar Kunden anzulocken. 2,70, 3,30. Wir machen heute Milch im Angebot, würde ich sagen. Machen wir Milch heute? Machen wir Milch heute. So, da sind wir bei 6,70. Runden das halt so ein bisschen auf. Weil ich jetzt die Kasse selber mitmache. So, 7,40. 2,60, 2,85, 2,60. Das passt. 3,15, 2,85. Ist auch okay. Machen wir 11,60 €. Wollen ja nicht zu sehr vom Preis hochgehen, ne? Damit wir halt genug Kunden anlocken können. Machen wir heute die Milch im Angebot, würde ich sagen. Hier, pass auf, ist heute im Sale für 2,30 statt 2,90. Also sparte 60 Cent. So. Weil dann muss ich nämlich gleich auf jeden Fall die Dingens holen. Die. Sag mal schnell. Kelloggs und sowas. Und Rechnung muss ich natürlich auch bezahlen. So, Lager ist auch voll. Kann ich das auffüllen? Das ist soweit voll. Das ist auch soweit voll. Ja, man darf sich natürlich nicht verschätzen. Das kann auch im schlimmsten Fall ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn man da so mal nicht aufpasst. Das mit den Autos ist auch mit der Zeit ein bisschen nervig. Das kann ich verstehen, dass da viele sagen. Ja, ich möchte da eine Mod für haben, ich möchte das rausnehmen. Das kann ich auch verstehen, wenn man draußen immer rumläuft. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier drinne bin, merke ich davon gar nichts. So. Also Müsli müssen wir auf jeden Fall bestellen. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Kaffee habe ich noch 5. Da würde ich auch noch einen in den Einkaufswagen packen. Davon machen wir auch 4. Machen wir auch 4. Rest habe ich soweit noch. Also das ist jetzt Lagerbestand, ne? Also links ist Lagerbestand, rechts ist Laden. Deswegen, das sollte eigentlich soweit dann passen. So, da möchte jemand zu mir.
Heute 20% auf Milch. Nein, sie ist nicht abgelaufen. Wir wollen einfach mal nur Angebote schalten. So, wenn jetzt demnächst noch so ein Online-Service hinzukommt, dass oder Gangs hinzukommen, die dann auch nochmal Geld von dir haben wollen. Das wird übel. Bin ich mal gespannt, was nächste größere Update kommt. So, 5,59. Ciao. Ich hatte nur so ein bisschen im Auge behalten. Ich muss mich gleich noch was aufnehmen. So, Eurotag muss ich noch aufnehmen, damit ich so ein bisschen Vorlauf reinkriege. Deswegen bin ich da momentan immer so ein bisschen am gucken. So, einmal Wasser heute, der Herr. Macht 30 Cent zurück, bitteschön und tschüss. Wie gesagt, Alternative wäre halt, den Kassierer rauszuschmeißen, ne, und dann halt ein bisschen Geld dadurch zu sparen. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Aber Milch interessiert irgendwie heute keiner, habe ich das Gefühl. Ne? Milch ist nicht ganz so interessant. Aktuell. Kriegt sie wieder. 40, 45, 50 und 55, bitteschön. Ja, das Geld habe ich nicht geändert, das habe ich so gelassen, wie es ist. Ich müsste mal das Gepiepse ein bisschen leiser machen, glaube ich. Das waren 10 Cent zu wenig. Den Supermarkt-Simulator so laut gestellt? Ja, warte, ich mache den mal ein bisschen runter. Dann mal schnell gucken, kann ich schon bestellen hier? Kann ich meine Ware fix ordern? Jawohl, sehr schön. So, dann können wir die nächsten Sachen bezahlen. Nein, Verwaltung wollte ich. Ja, Moment. So, Miete ist bezahlt. Okay, da haben wir genug. Alles auch voll. Scheiße, jetzt kann ich das Ding so hinschmeißen. Ich mach das einfach mal da rein. So. Weil eigentlich sollte man erste Kasse holen, wenn die Leute sagen, ey, Kasse. Ja. Aber wenn du jetzt natürlich mehr Kassierer hast, wo das wesentlich schneller geht, kommen die Leute natürlich auch mehr. Wir hatten jetzt gestern 48 Kunden. Ne? Wir haben noch keine neue Lizenz, aber eine zweite Kasse. Und wenn wir so auf 50 Kunden kommen am Tag und Profit machen, ist aber jetzt mal von 500 pro Tag, ist das schon mal gar nicht verkehrt. Also Profit nach allen Abziehungen. Ne? So, 35, bitteschön. So, 11,80 €. So, was brauchen wir da hinten noch? Salz haben wir noch. Salz habe ich, glaube ich, auch noch da, ne? Ja, habe ich. Brauchen wir eben auffüllen. Können wir hier unseren Auffüller mal eben unterstützen, solange der zweite nicht da ist. Machen wir das, weil der käme erst mit Level 22. Also da haben wir noch so ein bisschen Puffer, der da ist. Deswegen, das geht eigentlich noch. So, sonst noch irgendwas auffüllen aktuell? Milch. Ja, die Milch brauchen wir hier. Nicht die Milch, aber die andere Milch brauche ich. So, Sekunde. So. Der Auffüller kommt gerade nämlich nicht hinterher. Es sind immer zwei Reihen auffüllen, Minimum. Man könnte auch jetzt sagen, drei Reihen könnten wir eigentlich auch machen. Das wäre, glaube ich, etwas, wo wir langfristig hingehen könnten. Vor allem das Geile wird dann sein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das Klopapier. Was ja immer relativ viel weggekauft wird, dass wir das wirklich auf so drei oder so fünf Plantagen quasi packen können. Das wäre ganz cool eigentlich. So, Käse müssen wir auch mal mit auffüllen. Hattest du jetzt Milch rausgeholt? Ich muss schon wieder rüber. Ja, guck mal, Ma'am. Ich stehe hier und warte und sie kommen nicht zu mir, ne? Das ist sehr, sehr unangenehm hier. Wir haben auch nicht so viel Platz aktuell. So, den wieder voll machen hier. Zack, 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 zack. Sag mal, siehst du, Karton ist wieder voll. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir das, dass das eine Mod ist, wo ich halt die Kartons umpacken kann, wenn ich umpacken möchte. Aber nö, das ist eigentlich eher so eine Mod, die ich mir ja eigentlich schon, die ich schon länger haben wollte, wo du halt die Sachen einfach umpacken kannst, dass du halt die Sachen wieder auffüllst. So, zweimal O-Saft, keine Milch heute. Habe ich extra im Angebot geschaltet für sie. Aber kein Interesse heute, wa? Schade. So, Käse. Und Käse an meinem auffüllen. Der Käse müsste es im Endeffekt eigentlich auch auf drei Reihen packen. So, Nudeln habe ich keine mehr. Nudeln mal eben bestellen. Ja doch. Ja doch, wir sind ja gleich da. So, mit Karte. 22,45. Die Nudeln komplett leer, die Nudeln sind komplett leer, gibt's ja gar nicht. Da.
Und die habe ich nicht in den Angebot gepackt, ne? Und die werden trotzdem gekauft wie die Irren. Ja, ich komme ja schon. Also Milch will irgendwie keiner, habe ich so das Gefühl, ne? Das ist irgendwie nicht so interessant. So, 10, machen wir einen 5. 19, 15, bitteschön. Da hat irgendwie keiner Bock drauf auf die Milch. Okay, da habe ich noch genug von. Kommt alle zu mir. Obwohl, Milch wird doch so ein bisschen viel gekauft, ne? Also aber nicht nur bei mir. Vielleicht eher bei dem Kollegen nebenan gerade. Mach noch voll. So, 5 und 55, bitteschön. So, 51, 30. Das sieht doch ganz cool aus gerade. Oh, spannend, wie viele Kunden wir gleich haben. Weil wir haben ja schon nach 9 das meiste und müsste jetzt eigentlich durch sein. So, Apfelsaft. Kann ich den auch mal auffüllen hier. Da. So, die ist schon wieder leer. Ah, ist auch schon wieder leer. So, pass auf. Den schmeiße ich mal mit da rein. Ja, wir sind ja gleich da. So, bitteschön. So, nächste. So, 10. Und 10. So, 25, 27, boah, immer 90. So, bitte sehr. 5, 6, 50, 75. Das war zu wenig. Entschuldigung, das war zu wenig Wechselgeld. So, da kannst du direkt darüber gehen zum Kollegen. Muss man eben hier noch gucken. Ich muss nämlich noch die Banksachen bezahlen. So, haben wir trotzdem einen guten Plus gemacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt zweimal zu wenig Wechselgeld rausgegeben. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön, weil das ist, ja, doof an der Stelle. Aber gut, was willst du machen? So, dann gucken wir mal, wie viele Kunden hatten wir denn heute? 47, 48, ich habe einmal zu wenig Wechselgeld gegeben. Und wir haben Profit bekommen von 1.136, also sagen wir 1.137 Dollar an Profit. Das ist schon mal ganz gut. Basmati-Reis ist runtergegangen, da müssen wir gleich mal gucken. So, wo habe ich denn jetzt hier meine... Also, die sind voll. Gut, dann würde ich den jetzt erstmal da runterschmeißen. Basmati-Reis ist runtergegangen und zack, haben wir die nächsten Rechnungen. Also wir müssen noch insgesamt 21 zahlen, also Schulden insgesamt sind 2.365,83. Das kriegen wir aber jeden Tag runter. Guck mal, jetzt sind wir bei 1000. Also wir könnten jetzt eigentlich schon sagen, und hier, pass auf, den zahlen wir frühzeitig ab. Jetzt haben wir den anderen schon mal weg. Das heißt, wir bezahlen jetzt schon mal etwas weniger. So, dann lass mich mal schauen. Wie sieht es denn hier aus mit der Ware aktuell? Ja, Nudeln brauchen wir auf jeden Fall. Die Rucola brauchen wir auf jeden Fall. Nudeln geht ja immer generell gut weg, ne? Das ist ja immer etwas, was gut weggeht hier. Bio-Eier. Wir könnten die Eier mal auf 20% setzen. Die will ich immer mal wieder raus, weil die ja jetzt nicht so gefragt ist aktuell. Oder Zucker könnte ich auch noch 2 reinpacken. Kaffee machen wir auch 2. Schwarztee habe ich noch. Eier habe ich gar keine mehr. Habe ich die Eier überhaupt schon in der Liste? Ja. So, jetzt kaufe ich die erstmal. Jetzt habe ich nur 69 Dollar. Der Rest sollte eigentlich passen. Reis haben wir noch. So, da habe ich, glaube ich, gerade bestellt. Und Milch, so ein Packen kann ich auch nicht bestellen, weil ich habe das Budget gerade nicht. So, Milch kann eigentlich auch zurück, aber ist noch voll. So, dann lassen wir die Milch beim Angebot. Dann könnten wir auch gleich die Kelloggs ins Angebot packen. Weil da habe ich nämlich jetzt auch hier genug von aktuell. Dann nehmen wir die Milch, lasse ich noch drin. Im Sale. Dann muss ich mal kurz gucken nach den Preisen. Weil einen Tag will ich jetzt noch mitnehmen. So, wir sind jetzt bei 5,30. Ach ja, wir haben die ja im Sale reingepackt, ne, aktuell. Deswegen sind wir da so ein bisschen günstiger. Bei 30. Wir könnten ja auch sagen, hier, pass auf, 2,86. Wir verarschen die Kunden mal. So, pass auf, 6,50 ist ja jetzt halt im Sale. Ich will mal gucken, ob das funktioniert, dass er darauf reagiert. So, Reis machen wir 5,55. 20,61, das passt.
Also wir sind jetzt nicht übertrieben hoch, ne? Ihr könnt mal auch 2,80 machen. Bei 15. So, jetzt mal gucken, ob der das noch im Sale drin hat. Ja. 20% weniger. Und wenn ich jetzt rausnehme. Okay. Kann ich aber hier noch immer noch ändern, ne? Oder kann ich das nicht ändern? Nein, kann ich nicht ändern. Okay, wir lassen bleiben bei 2,30. Dann lassen wir das so. So, müssen wir noch ein paar Sachen hier eben verteilen. Nudeln mal eben noch voll machen. Dann können wir die direkt ins Regal schmeißen. Hat er mir das jetzt umgepackt? Nein, hat er nicht. Okay. Muss mal so ein bisschen aufpassen, ob er mir das umändert. So, was haben wir hier noch? Nudeln. Kaffee ist gerade beim Restocker am Auffüllen. Okay, pass auf. Na, bring das mal rüber. Ich schmeiß schon mal den nächsten Kaffee rein. So, dann müssen wir gucken, was jetzt noch fehlt. Aber ich kann sowieso nichts kaufen, ne? Wir haben gerade kein Budget mehr. Wir sind gerade dabei, alles abzubezahlen. Also Mehl bräuchte ich auf jeden Fall. Den brauche ich auch auf jeden Fall noch. Erdnussbutter und sowas habe ich noch. Okay, dann lass uns direkt den nächsten Tag reinschmeißen. Den nehme ich noch auf. Und dann würde ich sagen, mache ich auch einen Cut, weil dann muss ich nämlich ETS aufnehmen, weil wir haben mich schon gleich 3. Und um 5 geht der Stream los. Ich muss vorher noch schneiden. So, den machen wir raus. Und stellen wir uns mit in die Kasse und lassen ihn die Arbeit machen. 20 oder 22 kam der nächste. Ich glaube 22, ne? Aber das sollte hinkriegen. Das soll man hinkriegen. Da sehe ich keine Probleme aktuell. Wie er das Müsli kauft und denkt, er hat 20% gespart. Du arme Sau. 76, ne? So rum, bitteschön. Aber sie kaufen jetzt auch nicht wirklich viel mehr davon, habe ich so das Gefühl, ne? Der Kaffee gut weg, geht gut weg. Aber alles andere geht so momentan. So, 95. Sehr schön. Den schmeiße ich mal darüber. Was war das andere? Kaffee, glaube ich, ne? Ja, die Hasen haben jetzt nicht mehr. So eine, ja, so eine Kugel, wo sie Wasser rausbekommen. Also es ist so ein zum Auffüllen, sondern haben wir so eine Schale, wo sie das Wasser haben. Also bei den anderen irgendwie nicht mehr rausgetrunken haben, weil da irgendwie nichts rausgegangen ist. Dann haben wir das dann direkt geändert, wieder in so eine Schale hingepackt. Und was machen die Nasen gerade? Die baden ihre Füße da drin. Also ihre Pfoten haben sie da reingepackt. Kann ich gleich das Wasser wechseln. Das sind zwei Banausen manchmal, ey. Naja, gut. Okay, Kaffee auffüllen, Karton weg. Ja, stell du ruhig mal, wenn du stellst, ist egal. Hier noch am Auffüllen. Ich muss unseren Kollegen hier helfen. Wäre natürlich schön, wenn man den auch Namen geben könnte, ne? Dann könnte ich das nach Leuten benennen, die hier Videos kommentieren. Ja, oder nach gewissen Kollegen. So. Also wir könnten gleich wirklich das Regal holen, dass wir dann eventuell beim nächsten Mal eine nächste Lizenz holen können. Okay, da habe ich genug von aktuell. Regale sind voll. Machen wir hier voll. Aber stellt sich auch gerade keiner bei uns an, interessanterweise. Sagte er, während es gerade klingelt. So, bitteschön. Oh, er kauft aber ordentlich hier. Kollege, hast aber ordentlich Bedarf gerade, ne? 191, bitteschön.
So, dann kaufe ich schon mal das Regal. Möbel. Das 5er Regal. Das hätte ich ganz gerne. Frage ist jetzt gerade, die ich jetzt ganz gerne. Wir brauchen, okay, das sind 1181, die ich brauche. Das nächste Wachstum wären 750. Wir könnten auch den nächsten Abschnitt tun, aber aktuell sehe ich da jetzt keinen Bedarf. Produktlizenz wäre jetzt so eher das nächste, wo ich jetzt Bedarf hätte. Dass wir da halt die nächste Ware anbieten können. Und eigentlich sollte das hier passen. Kriege ich nicht da reingestellt? Nee, ne? Okay, dann müssen wir da gleich mal gucken, dass wir das ein bisschen umstellen. Dass wir da... Ich 6er Pack. Ja, dann ist das gerade nicht verfügbar. Dann muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch welches habe. Dann muss ich das gleich bestellen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass das nicht passt, ne? So, pass auf, dann stellen wir den hier vorne hin. Ach, kann ich auch nicht. Ha, 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 ha. Doof gelaufen an der Stelle. Jetzt kann ich den nicht da hinstellen, weil er mir im Weg steht. Echt jetzt? Nein, ich kann es generell nicht abstellen. Nein, ich kann meinen... Ich kann die Sachen nicht hinstellen, weil die gerade im Weg stehen. Ja, dann müssen wir doch wahrscheinlich einmal upgraden, dass wir einmal die Kasse umstellen. Was für eine Kasse umstellen. Jetzt nimmst du das aus dem Regal raus, das ich zusammengepackt habe. Der Restocker kann ich auffüllen. Ja, ich kann es nicht hinstellen, ist das Problem. Sechser Milch fehlt. Warte, die bestellen wir mal eben nach. Verwaltung. Nein, warte, pass auf. Markt, Möbel, Produkte. Machen wir 4 Stück von. Bestellen wir die mal eben nach. Weißt du was? Dann könnten wir uns eigentlich das anders machen. Wir machen mal Verwaltung, Wachstum. Kaufen wir mal den nächsten Abschnitt. So, damit wir hier gleich einmal umbauen können. Das ist natürlich jetzt doof mit der Kasse hier vorne, ne? Also ich kann das Regal jetzt nicht hinstellen. Deswegen muss ich gleich einmal speichern und dann laden. In der Zeit würde ich dann einmal auch alles umbauen. So, 5, 6, 65, bitteschön. Ja, den Apfelsaft kannst du nicht finden, weil ich das Regal gerade nicht hinstellen kann. Also ich kann das Teil nicht aufbauen. Weil da gerade irgendwas backt anscheinend. So, 1, 50... 66, deswegen könnt ihr das momentan nicht finden. Ja, ich weiß, du konntest was nicht finden. Aber das ändern wir gleich, sobald ich alles auffülle. Dann sieht das ein bisschen anders aus. So, pass auf, ich probiere den nochmal hinzustellen. Aber ich kann ihn nirgendwo hinstellen, der scheint gerade verbuggt zu sein. Geht gerade nicht anders. So, dann würde ich das Regal nämlich hier wegnehmen. Und das würde ich dann hier schon mal hinten in die Ecke stellen. So. Dass wir hier so ein bisschen Platz kriegen mit den Regalen. Jetzt ist natürlich da das Problem, dass ich das Regal da nicht reinkriege. So, ich muss nur mal gucken, dass ich das passend hingestellt kriege. So, haben wir da schon mal so ein bisschen Platz. Kann ich das nämlich hier direkt hier dran stellen? Es geht nicht. Warum nicht? Da passt irgendwas nicht. Ich kann das nächste Regal nicht hinstellen. Dammit. Ja, das ist jetzt bescheiden doof, würde ich sagen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch 2 Lichter. So, ich weiß, einige konnten was nicht finden. 47 Kunden hatten wir heute. Der nächste Tag. Ich werde jetzt hier erstmal alles umbauen. Das soweit. Jetzt gucken, ob ich das zusammenbauen kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.